Hi und herzlich willkommen auf Ringes Backwelt. Heute gibt es die gute alte Schütteltorte, die blitzschnell gezaubert ist. Die Torte ist ziemlich bekannt, jedoch denke ich, dass der eine oder andere sie noch nicht kennt. Für die Creme nehme ich 2 kleine Dosen Mandarinen, 400 ml Sahne, 2 Päckchen Paradiescreme und 2 Päckchen Sahne steif. So, ich fülle alle Zutaten in eine große Schüssel, verschließe sie mit einem Deckel und schüttel sie ein paar Sekunden, bis keine Schüttelgeräusche mehr zu hören sind. Die Creme ist fertig und jetzt geht es zu dem Boden. Die meisten verwenden für diese Torte einen fertigen Boden, das könnt ihr auch gerne tun. Allerdings ist dieser so einfach gemacht, deswegen bereite ich ihn selbst zu. Und dafür nehme ich 100 Gramm Mehl, einen halben Teelöffel Backpulver, 3 Eier, 90 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und 50 ml Öl. Die Eier schlage ich mit dem Zucker sowie dem Vanillezucker cremig auf. Das dauert ca. 5 Minuten. Jetzt rühre ich das Öl hinzu. Das Backpulver vermische ich mit dem Mehl und hebe das Gemisch kurz, aber gründlich unter die Masse. Dann fülle ich den Teig in eine 28er Obstkuchenform, die ich gut eingefettet und mit Paniermehl ausgestreut habe. Anschließend geht es bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 18 bis 20 Minuten in den vorgeheizten Backofen, bis der Boden goldbraun ist. So, die Backzeit ist um. Jetzt stürze ich den Boden direkt, also noch heiß, auf ein mit Backpapier ausgelegtes Kuchengitter und lasse ihn komplett auskühlen. Dann verteile ich die Creme nur noch auf dem Boden und stelle sie für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank. Falls ihr den Boden selbst backen möchtet, dann bereitet diesen natürlich zuerst zu. Nach der Kühlzeit bestreue ich die Torte noch mit Schokoraspeln und dann geht das erste Stück natürlich wieder an euch. Ich liebe Blitzrezepte, besonders wenn sie so lecker sind. Falls euch das Rezeptvideo gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Däumchen. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.